So, der zweite Spieltag steht vor der Tür und ein paar Stunden haben wir noch Zeit, um uns einzugrooven. Und wenn es bei euch im Kopf genauso rattert wie bei mir, dann ist alles goldrichtig. Und damit würde ich sagen, starten wir rein mit unserem Rotationskarussell am Freitag. Viel Spaß. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Ich freue mich wie immer über ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und über einen Daumen nach oben. Lasst uns mal versuchen, die 500 Likes zu knacken. Haben wir noch nie geschafft. Lasst ein bisschen Liebe da, wäre ein absolutes Träumchen. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und für alle die, die noch nicht so genau wissen, was das Rotationskarussell ist, das ist ganz einfach. Wir schauen einfach am Freitag bzw. am jeweiligen Spieltag auf die Aufstellungen, die voraussichtlichen Aufstellungen, schauen drauf, wer könnte reinrutschen, wer rutscht raus, wer ist verletzt, wo könnt ihr vielleicht wirklich ein gutes Händchen beweisen und wen stellt ihr vielleicht am Wochenende besser nicht auf. Das ist schon alles und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem FC Bayern in München. Rotationskarussell. Und da überwiegt natürlich die Frage, wer ersetzt Jamal Musiala? Der hatte sich ja verletzt, Muskelfaserriss, wird nicht spielen können gegen Augsburg, sowie in den nächsten Wochen. Und viele sind ja davon ausgegangen, dass das Thomas Müller wird. Wir glauben aber, es wird Serge Gnabry. Denn Sané wäre so oder so wahrscheinlich gesetzt gewesen auf rechts außen. Der könnte aber dann ins Zentrum rutschen, hat er schon gemacht in der Vergangenheit. Und Gnabry dann eben über die Außen. Genauso gut kann das auch anders aussehen. Gnabry hinter Kane, Sané dann auf außen. Ansonsten wäre natürlich die zweite Wahl Thomas Müller. Wir gehen aktuell aber nicht von einem Müller-Einsatz von Beginn an aus, also nur für den Hinterkopf. Und ansonsten wie immer die Frage, Goretzka oder Leimer. Wir gehen mit Goretzka, hatte das Vertrauen bekommen gegen Bremen und ist da auch ordentlich gemacht. Also für mich gibt es keinen Grund, den jetzt rauszunehmen. Davis auf der linken Seite, dann hat Upamecano von Beginn an gespielt gegen Bremen. De Ligt könnte jetzt mal reinrutschen in die Startelf. Hab auch tatsächlich überhaupt nicht verstanden, warum er nicht gespielt hat gegen Bremen am ersten Spieltag. Und dann eben rechts weiterhin das Duell Masraoui gegen Pavard. Da hatte Masraoui aber aktuell ganz klar die Nase vorn. Pavard soll ja sowieso noch gehen. Wenn er geht, dann ist es überhaupt kein Duell mehr. Aktuell Masraoui, habe ich das Gefühl, ist sein Platz schon weitestgehend in Stein gemeißelt. Wir machen weiter mit Borussia Dortmund. Die sind zu Gast in Bochum, also kleines Revierderby. Und da ist die Frage hinten rechts, Riason oder Marius Wolf. Der würde dem ganzen Offensiv nochmal einen Push verleihen gegen mit Sicherheit tiefstehende Bochumer. Wir entscheiden uns aber trotzdem erstmal für Riason. Und dann die Frage, wer darf spielen? Karim Adeyemi, Felix Metscher oder Marco Reus. Gegen Köln hat ja Reus gestartet, weil Adeyemi noch verletzt war und auch ein Matcher hatte noch Trainingsrückstand. Wir gehen davon aus, dass Adeyemi starten wird, denn Terzic hat sich geäußert, hat gesagt, der hat gut trainiert, er hat einen guten Impuls gegeben, als er dann reinkam gegen Köln. Wir werden mal schauen, für wie viele Minuten das dann reicht. Hört sich für mich nach Startelf ein, an, ansonsten zumindest mal nach wieder 30, 35 Minuten. Also der hat ganz gute Karten dann auf Spielzeit. Ansonsten ist es auch für mich eher Felix Matcher dann im Mittelfeld. Brandt dann wieder über die linke Seite. Aber die erste Variante ist Adeyemi und Brandt dann eben im Mittelfeld. Der Leipzig haben wir relativ schnell geklärt. Henrichs über rechts, dann Simakor und Orban, also Lukeba noch hinten dran, hat Rose bestätigt. Links dann Raum. Im Mittelfeld ist Kevin Kampel der Einzige, der reinrutschen könnte für Nicolas Seiwald. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kampel für ganz, ganz kleines Geld könnte sich zum Gamechanger erweisen an diesem Wochenende gegen Stuttgart. Und auch Simmons sehe ich weiterhin vor Emil Forsberg. Erstes Spiel gegen Leverkusen war schwer. Viel Defensivarbeit, gerade in Leverkusen. Gegen Stuttgart hat er die Chance, vor heimischem Publikum eben auch mal seine fußballerischen Fähigkeiten herausblitzen zu lassen. Deswegen sehe ich den da ganz klar in der Startelf. Ansonsten Olmo, Openda und Werner. Šeško ist wieder fit. Für die Startelf reicht es auf keinen Fall vielleicht für einen Kurzeinsatz. Also, ja, wenn ihr den als Edellückenfüller aufstellen wollt, macht das an diesem Wochenende, denke ich, durchaus Sinn. Bei Union ein, zwei Sachen. Wir gehen davon aus, dass Juranovic starten darf im Vergleich zur letzten Woche für Christopher Trimmel. Und auf der linken Seite bleibt Jérôme Roussillon, also Robin Gosens, erstmal auf der Bank. Das ist das, was wir denken, weil Roussillon es gut gemacht hat, hat das erste Tor oder zweite Tor vorbereitet von Kevin Behrens, also hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wäre einfach komisch, wenn den Fischer jetzt rausholen würde. Und ansonsten sehen wir Volland ganz klar in der Reservistenrolle. Am ersten Spieltag wird mit Sicherheit seine Zeit bekommen. Für die Startelf reicht's aber nicht. Und dann müssen wir über den SC Freiburg sprechen, denn da hat sich einiges getan. Heute im Training hat sich Christian Günther schon wieder verletzt. Am Unterarm fällt bis auf Weiteres aus. Deswegen rutscht Kübler auf die linke Seite und Sedilia in den Vordergrund auf rechts. Also der wird mit Sicherheit spielen. Und dann ist Schäko Höfler zurück nach seiner Rotsperre. Deswegen Röhl auf der Bank oder Keitel, wer auch immer. Höfler neben Eggestein, der hat das überragend gemacht im letzten Spiel. Höhler auf der 10. Und dann eben die Frage vorne Gregoritsch oder eben Rizzo Doan und Höhler dann eben in den
den Sturm. Wir gehen davon aus, dass es Gregoritsch wird. Aber Höfler wieder dabei und Sedilla ein richtig guter Kandidat für dieses Wochenende. Die Frankfurter müssen eigentlich nur den Ausfall von Sebastian Rode kompensieren. Ich könnte mir vorstellen, Dina Mbimbe rutscht auf die 6 und Buta dann eben über die Außen. Jakic wäre dann der über den Tisch fällt. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Tuta dann wieder in der Innenverteidigung. Muani, wenn er dann bleibt, davon gehe ich aus, dass er noch da ist an diesem Wochenende, dann im Sturm neben Jesper Lindström. Bei den Wölfen die Frage im Mittelfeld, Gerhard oder Arnold? Wir waren lange bei Arnold, mittlerweile sind wir bei Yannick Gerhard und vorne im Sturm rechnen wir damit, dass Jakub Kaminski mal die Chance bekommt, sich von Beginn an zu beweisen, hat auf diesen Platz gedrängt. Wimmer und Thiago Tomasch dann eben das Nachsehen an diesem Wochenende, das ist zumindest unser Eindruck. Die Mainzer hoffen immer noch auf einen Einsatz von Andreas Hanke-Olsen. Wenn der wieder passen muss, dann wäre Tom Kraus der Erste, der reinrutscht. Kor würde wieder in die Verteidigung gehen, wie schon im ersten Spiel gegen Union Berlin. Und dann eben die Frage, was ist mit Anton Stach? Da steht ja ein Wechsel im Raum. Wenn er bleibt, dann könnte er starten. Ansonsten Lee oder sogar Marco Richter. Den hat man ja verpflichtet von Hertha BSC. Aber wenn ich ehrlich sein soll, den sehe ich eigentlich als Joker an diesem Wochenende. Eine Sache bei Borussia Mönchengladbach, da ist Luca Netz extrem fraglich für das Spiel gegen Leverkusen. Laboriert an muskulären Problemen, wenn der ausfallen sollte, könnte Skelly nach links rutschen und dann ist die Frage, spielt Friedrich oder vielleicht sogar Fabio Chiarodia? Der kostet 500k, wäre natürlich ein Mega-Gamble, also wenn ihr einen 500k-Spieler stellen müsst und den irgendwie zur Verfügung habt, dann würde ich das definitiv mal ausprobieren. Sollte Netz fit sein, dann rückt der natürlich auf die linke Seite und dann ist die Frage, wie letzte Woche Marvin Friedrich oder Skelly eben rechts in der Dreierkette. Bei Werder fällt Milos Veljkovic aus am Wochenende. Der wird nicht mitwirken können im Spiel gegen den SC Freiburg. Ist krankheitsbedingt raus. Das macht uns als Manager aber leichter, denn wir wissen ganz genau, welche drei Verteidiger spielen werden. Einmal Amos Pieper, dann Marco Friedl, natürlich der Kapitän. Und Niklas Stark, der saß gegen die Bayern auf der Bank, wird mit Sicherheit spielen. Und dann ist eben die Frage, spielt man das 3-5-2 oder eben das 3-4-3, was auch schon gespielt wurde in der Vorbereitung von Ole Werner. Und dann würde Bittencourt rausrutschen und im Zweifel David Kownacki den Dreiersturm bilden mit Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Das sind eben die beiden Themen. Füllkrug, Kownacki könnte reinrutschen und wir wissen ganz sicher, Pieper spielt und Niklas Stark spielt. Das sind schon mal Sachen, denke ich, die ganz entspannt sind für uns Manager. Ja, und nach der 5:0-Klatsche am letzten Wochenende gegen Stuttgart haben wir uns schon gedacht, dass die Bochumer einiges ändern werden. Und es zeichnet sich ab, dass Schlotterbeck reinrutschen könnte in die Startelf für Bernardo. Denn da haben viele die falschen Schlüsse gezogen. Der hat zwar extrem gut gepunktet gegen Stuttgart, 100 Punkte, glaube ich, bei dieser 5:0-Klatsche, aber stand echt immer falsch gefühlt bei den Toren. Also schaut euch nochmal die Highlights an. Beim ersten Tor macht er irgendwie Waka Waka im Mittelfeld. Keine Ahnung, wo der da überhaupt ist. Beim zweiten Treffer ist er nicht an Sagadu dran. Also waren ein paar Dinge, wo er wirklich richtig, richtig schlecht aussah. Deswegen Schlotterbeck als Linksfuß könnte die Rolle da übernehmen. Dann Bero im Mittelfeld, also quasi einen Offensiven rausnehmen, einen eher defensiveren oder nicht ganz so offensiven rein. Asano raus, Bero rein. Auch da bin ich mir relativ sicher, das werden wir so sehen. Und dann eben Gamboa für Paslak, einfach Erfahrung für ja, Grünheit hinter den Ohren. Paslak hat mir auch überhaupt nicht gefallen gegen Stuttgart, deswegen wäre das durchaus sinnvoll. Auch das wäre ein kleiner Lückenfüller, ob das so sinnvoll ist gegen Dortmund. Das steht auf einem anderen Blatt. Und dann vorne eben Hofmann und Antwi Adjei, davon gehe ich aus, oder eben Asano. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Antwi Adjei auf der Bank Platz nehmen wird von Beginn an. Deswegen das die paar Änderungen, die Bochum vornehmen wird. Und da gibt es Spieler für ganz kleines Geld. Bero zum Beispiel 500k. Schlotterbeck kostet irgendwie 1,2 Millionen als Innenverteidiger. Kann man definitiv mal drüber nachdenken. Und dann nochmal kurz zum VfB Stuttgart, da hat man spekuliert, kommt vielleicht schon ein Nachfolger in dieser Woche für Wataru Endo, kam nicht, deswegen rechnen wir mit derselben Aufstellung wie gegen den VfL Bochum, sprich mit Mio und Karasor auf der 6 und De Jong dann eben davor, vorne hat alles gepasst mit Silas, Girassi und Führig und hinten auch mit Stenzel auf rechts, Anton Sagadou in der Mitte und der Ito dann auf der linken Seite, das sah ganz gut aus und ich bin sehr gespannt, wie das heute gegen Leipzig dann funktioniert. Wir können die Aufstellung übrigens einsehen, ne? Stuttgart und Leipzig auch nochmal für euren Hinterkopf. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was noch mitnehmen, so kurz vor Schluss. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen sensationellen zweiten Spieltag, dass der noch besser wird als der erste, dass all eure 500k-Spieler, eure Lückenfüller komplett eskalieren, euch den Spieltagssieg einholen und dann sehen wir uns ausgeruht am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.